Herzlich willkommen zur neuen Folge hier auf der Marsch, also 1.4. Wir machen weiter und fahren jetzt zum Stall, zu den Schweinen. Wir hatten hier das Gewicht geholt, was hier rumstand. Ne? Und jetzt haben wir das gleich geholt für den Traktor und hoffe, dass er ein bisschen besser lenkt. Er braucht zwar auch lange zum Beschleunigen, aber das ist wie gesagt ein schwacher Traktor. Hänger ein bisschen grob, aber den kann man halt nicht so oft fahren. Einen kleinen Anhänger hätten wir mindestens zweimal fahren müssen. Der Bügel läuft auch noch nebenbei. Fleißig. Ein bisschen Geld verdienen heute Nacht, nächste Nacht vor allem. Die Schweine sind noch nicht so weit vom Stall. Und dann werden wir sehen, ob wir ein Bier verkaufen. Nach Möglichkeit, ne? Aber erstmal haben wir die Tiere fertig. Ich meine, heute wird sich auch beschäftigen. Haben wir gerade Schweine gehört? Die haben mich gehört. Also kommen mit Futter, haben sie gebrochen. Das ist Futter von der, ja, von der Malzfabrik. Ich habe das erst umgelagert in mein großes Lager. Weil ich das einfach auf einen anderen Hänger haben wollte. Und ich meinen LKW hier kutschen wollte. Ja, aber ganz zur Not, ne? Also war ja der Vorderteil, war ja beladen. Da haben wir erstmal versorgt, die ersten, ne? Plus gibt Wasser. Das Grundwasser kriegen sie, Hauptwasser kriegen sie ja notfalls Pumpe. Verbindung von Seasons. Wenn man die Pumpe Stelle sucht, man bauen muss, muss man ein bisschen suchen. Ne? Also muss ein Umkreis von 50 Meter sein, wo der grüne Säule sein sollte. Da sollte man gucken. Und wenn es nicht funktioniert, nochmal umbauen und alles umsetzen. Ne? Ein bisschen experimentieren. Das klappt nicht gleich, denke mal. Aber es hat Vorteile, wenn man dann im Notfall immer Wasser hat. Ne? Also verdursten wir ganz schlecht. Ich meine, normalerweise werden die Tiere jeden Tag versorgt oder jeden zweiten Tag. Sollte da keine Probleme haben. Wird vergessen und so. Wie gesagt, mit Season können die Tiere auch verhungern, ne? Oder verdursten. Ne? Wenn das nicht schafft mit Wasser, noch die blaue Pumpe, ne, das gibt auch so ein Motor dafür. Man geht nur hin und dreht auf und dann läuft. Ne. Man muss nicht mit einem großen Tankwagen entgegenfahren. Ne. Ja gut, die Malzfabrik wird nicht ewig laufen, ne. Also irgendwann wird die alle sein. Werden wir ein Schweinefutter nicht ausreichen, man nicht ganz hinkommen, ne? Und im Sommer brauchen wir weniger. Ich denke mal, waren sie auch nicht so viel, aber ich denke mal, ein Tag schon gefördert hatte, ne? Aber wenn wir es alle zwei Tage, dann musst du schon viel Futter haben, ne? So, jetzt haben wir noch die anderen Schweine versorgen, unsere Zuchtsauen, ne? Mit teilweise Felgen schon wieder dabei, neue. Aber ich will immer den Arschlau leer kriegen. Ne? Da sind 90 Tiere drin fast. Ja, 90 Tiere sind drin. Die sind mittlerweile bei 100 Kilo. Plus minus null. Ja, also einige mehr, einige weniger. Da muss ich sehen, Anfang Frühjahr, wie gesagt, dann sind sie soweit. Ne? Aktuell sind sie 0, ja, noch zu kurz liegen lassen, der Bruder. 0,4 Jahre alt. Das heißt, ein Schwein normalerweise ein Dreivierteljahr, also 0,9. Ab dann wird es nachher ja schlachtreif, ne? Weil man möchte ja ein zartes Filet haben, ne?
Und da ist eine alte Sau nicht gut. Also als Fleisch, wenn man je älter die Tiere sind, umso zäher wird das Fleisch. Also nach Möglichkeit so früh wie möglich, dann ist es zart, ne? Also das ist weicher. Daher werden ältere Tiere in der Regel für die Wurst verarbeitet. Und dann ist es nicht ganz so tragisch. Also ist, man merkt einfach nicht, ne? Ist ja halt bearbeitet und als ich hier im Kaderprinzip klein gemacht worden, ne? Wie gehackt ist zum Beispiel, gibt man jetzt noch wieder zurück und immer gleich Mischfutter. Mischfutter für die Kühe. Der Hänger passt nämlich gut rein im Stall, ne? Der andere, wo ich Mist fahre, der ist, passt ja, ganz schlecht. Schweinefutter nicht. Der Hopfen haben wir auch keinen mehr, Dinkel auch nicht. Ne? Rekale haben wir noch. Ja, aber da überlege ich wegen Saatgutherstellung. Aber ob ich das dafür nehmen kann, das glaube ich jetzt nicht, aber. Leider ist alles andere, alle Raps haben wir noch. Kartoffeln können wir verkaufen, ja, die können wir verkaufen. Gut, Mischration hätten wir Mischer aufnehmen können. Denkfehler. Aber macht nichts. Das nächste Mal von da. Ja, der andere Motor kriegt jetzt mehr rein, 47.000, aber gut. Ich schwache Brüste beim Film. Sehr gut, schwach, da will ich einen anderen kaufen. Oder andere nehmen, ne? Wir haben ja noch ein paar andere, ne? Wollen wir gleich machen. Das ist eine Katastrophe. Ja. Ja, da hier vorne. Ach, dann können wir den anderen gleich nehmen. Das ist nämlich ein K2 115. K2 115. Und dann ist ein GTB, ein Mod. Der hat 600 PS. Ist auch ein bisschen gelenkiger, ne? Und da kann auch alles, ne? Pflegebereifung und alles, ne? Also ganz andere Beschleunigung, ne? Da haben wir noch ein paar Mal fahren müssen. Aber wir haben uns einmal Schweinefutter uns komplett erspart, ne? Das werden wir einmal noch garantiert holen können, Schweinefutter. Kommen wir gut mit aus. Ich will auch so sehen, dass wir ein bisschen Reserve haben, ne? Immer, ne? Das ist ja auch wichtig. Denn das wird ja nicht ewig produzieren, unser guter Stahl, ne? Malzfabrik, ne? Na, wo ist denn das Kälbchen? Das kann man leider nicht erkennen, das ist leider. Ja, leider ist es so, ne? Muss man eigentlich sagen, muss man einen separaten Box haben, wo die dann bleiben, ne? Ja, kann man alles fahren, ne? Und hier braucht es überlegen, ne? Hier ist gleich Mischfutter, ne? Mischration, ne? Nächstes Mal nicht schon Kühe, alles Kühe. Ja, ein Tier mehr, ein auch mehr Futterbedarf, ne? Obwohl ein Kalb normalerweise in dem Alter noch nicht ziemlich nimmt. Drei, vier Wochen später die ersten Versuche
Ich glaube, die Hauptnahrung ist dann immer noch Milch, ne? So, Mischfutter rein und noch Stroh. Zum Schluss haben wir Stroh. Da denken wir, hier noch eine Flur reingehen. Den Rest haben wir dann ins Lager rein, ne? Dann können wir noch den Mist wegfahren, Anführungszeichen, ne? Zum Düngerproduktion, ne? Aber Dünger verkaufen werden wir heute nicht mehr, das machen wir in der nächsten Folge. Beziehungsweise für mich in einer Woche. Dann ist wieder Freitag. Dann müssen wir sehen, wie ich mein neuer Mischung macht. Ne? Ob das in der Aufnahme hinhaut. Wir probieren. Wenn wir ein paar graue Haare kriegen oder so. Oder ein paar Haare weggehen. Wenn das nicht funktioniert. Aber noch ist er nicht da. Soll ja am 4. kommen. Ich wollte schon umbestellen, weil die erste hieß es am 17. 18. Und dann hätte ich gesagt, okay, dann zahlt so 50 Euro mehr und holt es anderen Anbieter. Und dann kam doch noch eine Mail, dass es doch vorverlegt wurde am 4. Dann passt das. Bin ich echt gespannt. Ja, diese Spiele dann aussehen, die Action-Spiele vor allem, ne? Also, Seven Dies und Leader ist dann schon zu bemerken, wenn die FPS-Zahl dann höher sein darf, ne? Beziehungsweise ausgereizt wird vom Monitor her, ne? Von der Reaktionszeit. Im LS ist ja im Grunde nicht zu dramatisch. Wo geht denn noch rein? Wollen die noch haben? Okay, das ist voll. Den Rest machen wir beim nächsten Mal. Wir fahren ja eh wieder. Wir fahren jetzt Stroh. Den Rest müssen wir dann sowieso zum Beispiel nach Rieg fahren und das zum Lager. Und das ist dann das große Rest nachher. Und das dann jetzt machen wir Stroh. Machen wir jetzt Stroh und dann machen wir nachher. Heu hätten wir noch ein bisschen was. Trombe für Mischfutter. Aber der arbeitet gerade, der Mischfutter. Das ist. Tja, wollen wir sehen, ob wir noch. Also, wir haben das mal genug Felder. Also, wenn nicht gerade Regen kommt, ne, dann muss ich sehen, dass wir da mit zwei Fahrzeugen fahren, ne, dass schneller geht. Fahren wir auch von hier rein, ne, von hinten. Von der anderen Seite geht ja auch. Wir werden auch die Fahrzeuge Anhänger hier reinstellen. Mist wollen wir noch verteilen, ne? Wir müssen versuchen, entsorgen sei schon. Das ist gut, ne? Sie kriegen das Dach durch. Richtung Düngefabrik. Umverlagern. Ich mache mit Absicht die einen nur mit Mist und die anderen ohne Mist, also ohne Stroh. Weil die Gülle verkaufe ich ja auch. Eigentlich. Wenn ich schaffe. So. Sind mal fahren wir entsprechend rein. Lass mich nicht hier stehen. Das sieht so unordentlich aus. So, dann fahren wir den. Im Unterstand und Kuhstall. Das passt zusammen, ne? Also. Ist ein K2, ist das 115 oder ein bisschen größer? Ein größer. Dann fahren wir hier so rein. Wer bin hier gerade?
Dann fahren wir den Mist Richtung Futter. Quatsch, Futter. Düngerfabrik. Ha, der Kopf durch. Und dann Traktor noch stehen. Das ist der K2 Puma. Das ist nochmal größer. Aber wir wollen den Mist nochmal. Oh, die Beine haben es dahin gerauscht, leisen Zaun, ne? Aber auch bin ich schwach. Ich meine, Mist ist normalerweise sehr schwer. Ja, ich habe das mal zu spüren bekommen. Ich durfte aber eine Schubkarre fahren, also das war. Gibt lange Arme, sag ich mal. Das hat er nicht zu unterschätzen. Also Mist kann sehr schwer sein, ne? Besonders dann, wenn die Kühe das kleine Geschäft noch machen müssen, nebenbei, ne? Beziehungsweise Bullen. Aber die Bullen ausgenistet. So, wo ist der LKW jetzt wieder? Haben wir gefahren? Wasser, ne? Und dann haben wir gefahren. Ah, unsere Gärreste. Ja, Quatsch. Schweinefutter. Dann wird er irgendwo im Hof sein. Da, da, da. Ja, das ist nicht so einfach. Also, wir werden jetzt versuchen, mehr oder weniger System reinzukriegen, ne? Ob die Fahrzeuge einen festen Platz kriegen. Dann gehen wir gleich wieder zurückfahren, dann geht er relativ schnell her. Der müsste eigentlich noch ein bisschen da haben. Mal gucken. Dünger ist voll. Das passt. Dünger voll ist, das ist gut. Können wir einmal verkaufen nachher. Beziehungsweise zur nächsten Folge. Wir werden jetzt mal so einen Mist runterfahren wieder. Ja, wir haben Mitte Januar, Mitte Winter. Es wäre eigentlich Januar normalerweise, wenn man meteorologisch sehen würde. Dann wäre das ja Dezember, Januar, Februar. Und der März würde schon als Frühling durchgehen. Ich sag mal, ja, es kann aber auch anders sein, ne? Also vom Wetter her kann auch mal Schnee fallen, ne? Der März kann beides, der kann richtig schön angenehm warm werden, aber auch noch richtig kalt. Ne? Vor allen Dingen nachts, wenn es aufklart oder wenn viel Schnee fällt, ne? Dann kann es immer richtig kalt werden. Ansonsten hat die Sonne ja schon ein bisschen Kraft, das geht schon, also ist schon angenehm, wenn die Sonne scheinen würde und kein Wind ist. Ne? Ja, nehmen. Oder muss ich aktivieren? Das kann natürlich sein. Ja, muss ich aktivieren, aber nicht heute. Oder? Ja, schon fleißig Mist gemacht, ne? Einseitig. So. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao. Ja, vielleicht sehen wir uns dann zur nächsten Folge wieder. Tschüss. Und hüpfen wir mal rechts. Ein schönes Rest runter. Tschüss.